Er will den neuen Weltrekord über 50 Meter Crawl schwimmen. Der Roland Wagner kommt aus Zürich, ist 44, Manager, aber kein Profisportler. Trotzdem steigt er heute bei den Schweizer Meisterschaften im Hallenbad Oerlikon ins Wasser. Der Roland Wagner stellt aber keinen neuen Weltrekord auf, sondern sorgt für einen Eklat. Michael Lech. Die Schwimmszene mit dem Roland Wagner an Kragen. Ausgerechnet dem Mann, der für einen Glücksmoment hätte sorgen sollen. Was ist passiert? Seit Wochen hat der ehemalige Spitzenschwimmer von einem neuen Weltrekord im 50 Meter Freistil. Und dann das. Auf halber Strecke kehrt der IBM-Manager plötzlich um, schwimmt in die andere Richtung. Grund, der vermeintliche Weltrekord ist für den Roland Wagner nichts anderes als eine persönliche Protestaktion gegen die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise. Schwimmen ist einfach eine schöne Metapher. Mitschwimmen, gegen den Strom schwimmen, untergehen, versaufen. Das finde ich einfach eine sehr passende Umgebung und vor allem hat sehr viel mit mir selber zu tun. Ich bin Schwimmer. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich mit Protest bekannt geben kann. Sein Statement freut vor allem die linke Szene. Aktivisten vom Cabaret Voltaire unterstützen ihn schon seit Wochen. Auch am Wettkampf selber sind sie natürlich dabei. Unübersehbar, mit rosa Kappe und aufgeklebtem Schnauz. Sie sind stolz auf den Roland Wagner. Ich finde, das war ein super Statement gewesen und ich bin überglücklich, dass er das so geschafft hat. Andere im Hallenbad Oerlikon haben gar keine Freude. Es macht eigentlich dort verunglimpfen all die Sportler, die sehr ernsthaft trainieren und sich vorbereiten auf so einen Wettkampf. Und das zieht das Ganze ins Lächerliche. Für mich ein absoluter Unsinn. Very furious towards him, because he thought it was like a joke. Ich bin sehr hässig. Er hat einfach alles lächerlich gemacht, hat so da, als ob er ein Champion ist. Aber er ist ein Verlierer. Er ist nicht einmal Letzter. Er existiert nicht einmal. Die Stimmung in den Hallen ist gereizt. Hätte nicht der OK-Präsident schlichtend eingegriffen, wäre es wohl zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die extra gerufte Polizei auf jeden Fall ist bald wieder gegangen. Und auch der Roland Wagner hat gleich mal genug gehabt. Ich hatte schon ein bisschen Angst gehabt, natürlich, weil ich bin mich nicht gewöhnt, mit solchen Aggressionen irgendwie konfrontiert zu werden. Schliesslich hege er ja nichts gegen den Schwimmsport.